Der Kopf ist zu. Ich habe keine Ahnung. Da, da, überall. So, flach machen und schauen. Das erste Mal auf dem schwarzen Trail zu fahren, der steil, spitz und steinig ist, ist doch was Besonderes. Und auf dieser Reise nehme ich euch jetzt mit. Schauen wir, ob ich da durchkomme. Ja komm, das machen wir nochmal. Persönlich gehe ich solche Geschichten immer an, dass ich mir auf dem Bike sage, was ich zu machen habe. Also flach machen, das Gelände passt schon. Dann kommen allerdings solche Steine, wo mein Kopf Folgendes sagt. Da hätte ich nicht absteigen dürfen. Genau, du Genie. Absteigen ist da nie eine gute Idee. Meine Tageschallenge war auf jeden Fall, diesen Trail jetzt zu meistern und ich habe nicht aufgegeben. Das habe ich wirklich nicht. Jetzt bin ich hier wieder hingegangen. Das ist doch bescheuert, was ich hier mache. Man muss aus seinen Fehlern lernen und das habe ich versucht mal umzusetzen. Nice! Ja, Mann! Das mache ich normal. Ich wiederhole solche Passagen immer gerne, um einfach abzuspeichern. Ja Mann, du kannst das, es hat geklappt. Boah, viel zu langsam. Oh, sweet summertime. Oder anders gesagt, winter is coming. Es ist schon echt rutschig bei diesem Wetter und das ist jetzt circa ein Monat her und wenn ich jetzt hier aus dem Fenster gucke, das wird noch rutschiger. Alter, das ist Stück für Stück hier erkämpfen. Flach machen, kontrolliert fahren, Attacke. Das ist jetzt so circa 50 Meter hinter dieser Kurve, die ich euch aufgenommen habe. Davor sind noch ein paar Drops und ein Steinfeld, die habe ich geskippt, weil ich echt kein Risiko alleine eingehen wollte. Alter, der Kopf ist zu. Flach machen, konzentrieren. Du kannst das. Ich fahre dann solche Passagen so lange, bis ich sie flüssig durchfahren konnte. Anders kann ich ja nicht draus lernen. Bisschen geschiedet, aber durchgekommen. Nice. Die Euphorie, die man da so richtig schön raushört, zeigt doch, was am meisten Spaß macht in unserem Sport. Und zwar sind das Challenge, die wir schaffen. Also Stück für Stück gehe ich das an und dann schaffe ich auch irgendwann die Drops. Der erste schwarze Trail meines Lebens war dann zu Ende und es ging dann weiter auf einen nicht weniger anspruchsvollen roten Trail, der allerdings ein paar weniger krasse Features drin hatte, wo ich gemerkt habe, okay, das ist also der Unterschied zwischen schwarz und rot. Also schwarz hat da manchmal echt keine andere Möglichkeit, außer entweder trägst du das Rad darüber oder du ballerst das Ding durch. Naja, oder es liegt ein Baum quer, dann ist das so. Da muss man mal auch eine andere Leine wählen oder drüber tragen. Noch auf den Trail war bei mir der Gedanke gekommen, okay, da oben ist noch ein zweiter S3, den nimmst du dir vor. Nice. Sehr nice. Bisschen abgekraxelt, aber nice. Ja, schon fast entspannend. Blickführung,
Linke Lein. Blickführung und Flachmann. Nee, fühle ich nicht. Weg. Einmal aus dem Trott gekommen. Fatal. Da, überall. Wow. Das ist hart rutschig. Das nächste halbe Jahr will ich das finishen. Wo geht's denn hier rein? Gibt's da eine Schickenlein? Sieht mir fast so aus. Fühle ich jetzt nicht mehr. Nicht nach den einen Schwarzen. War vielleicht überambitioniert, jetzt zwei Schwarze hintereinander zu machen. Komm, ich fahr rot runter. Seid ihr eher Team, ich will mir den Erfolg safen, oder eher Team, ich baller dann? Und wie grandios sind denn bitte schön die Trails im Taunus? Nach diesen grandiosen, steinigen und wurzeligen Trails, die ich dort hatte, war dieser Waldboden in diesem Fichtenwald schon wieder ein ganz anderes Feeling. Und ich war hier schon mal vor 2 Monaten circa. Dazu hatte ich auch schon ein Video gemacht, welches ich euch jetzt hier verlinke. Aber diese Line wurde dann anders weitergebaut und da war ich echt positiv überrascht und das hat mich richtig gefreut. Also ich liebe es, wenn der Trail plötzlich ganz anders ist, als man ihn in Erinnerung hat, weil einfach weitergebaut wurde. Und das ist so grandios. Also jeder, der Trails baut, richtig schön. Ihr tut für uns alle was. Das ist rutschig. Thank you.
anders ein paar Dinge aufmachen. An dem Tag war dann wirklich auch die Konzentration weg. Also habe ich mich dann auf den Nachhauseweg gemacht und ganz ehrlich, die Sonne ist auch langsam untergegangen, was mich am Herbst am meisten immer nervt. Also das Wetter ist gar nicht so der große Punkt, aber wie schnell die Sonne immer weg ist, das nervt mich tierisch. Auf jeden Fall muss ich sagen, der Taunusser ist echt grandios und der ist ein Highlight. Also Leute, wenn ihr Mountainbike mögt, wenn ihr Enduro mögt, ab in den Taunus, das wird richtig, richtig gut. Ja, und was nehme ich von dem ganzen Thema mit? Also, was ich festgestellt habe, wenn ich so ein Thema angehe, dann ist zwar Einrollen schon richtig gut, aber wenn man sich zu lange einrollt, weil ich habe am Vormittag den Flowtrail schön geschreddet, wenn man das bei mir so nennen kann, und dann habe ich festgestellt, nach der einen schwarzen war da echt die Konzentration schon langsam echt down. Deshalb, das nächste Mal werde ich nur den oberen Teil nutzen zum Einrollen, dann bin ich warm gefahren und dann begebe ich mich gleich auf die schwarzen Lines, weil die will ich dann auch flüssig durchfahren, also auch die Drops mitnehmen. Und die Konzentration muss dann einfach da sein. Und es gibt da noch richtig schöne rote Lines, die kann man dann für den Rückweg nehmen. Damit keine weiteren Was war das denn's passieren, liken, abonnieren, dann werde ich vielleicht besser. Und jetzt geht raus, schnappt euch das Rad und habt Spaß. So, dann Wiedersehen. Liken und abonnieren macht Freude. Töte. Bonus-Track.